Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Fujitsu Livebook und zwar ein E459. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite. Und zwar hier. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass man an das Display rankommt, indem man den Frontrahmen abnimmt. Der ist hier oben unter diesen Kappen verschraubt, aber man kommt da relativ einfach dran. Bei der Tastatur ist es so, die kann man einzeln tauschen. Dafür muss man allerdings wirklich alles aus dem Gerät rausnehmen, also das Mainboard und auch nochmal die extra Verschraubungen, die da drin sind, also komplett alles rausnehmen, um da ranzukommen. Beim Touchpad ist es so, das kommt zusammen mit dem Topcase. Bei dem Gerät ist es übrigens so, dass, wie bei vielen Fujitsu-Geräten, dass man an fast alles von der Rückseite aus rankommt, ohne jetzt die Bodenplatte abnehmen zu müssen. In dem Fall ist es hier zum Beispiel so, dass wir hier den Akku haben und der lässt sich auch von hier direkt rausnehmen. Dafür muss man diesen kleinen Schieberegler hier nach oben drücken und halten, weil dann kann man nämlich den Regler rausschieben. Sprich, der geht so nicht. Der bleibt dann auch und dann kann man den Akku eben einfach von hier schwuppdiwupp rausnehmen und ja, kann man den entweder tauschen oder eben natürlich auch, um das Gerät stromlos zu machen, falls man da weitere Sachen machen will, sollte man den also auf jeden Fall immer rausnehmen. Und dann, wenn man die drei Schrauben, die hier sind, löst, kommt man eben hier auch an diese Abdeckung ran. Prinzipiell alle Schrauben hier separat aufbewahren, dass man am Ende noch weiß, wo welche hinkommen. Dazu dann aber später mehr. Genau, und wenn man jetzt hier die Serviceabdeckung so leicht nach oben hin raushebelt, dann sieht man hier schon, dass man an SSD und RAM hier rankommt. Hier ist übrigens auch noch ein LTE-Modul, also hier könnte eins sein, man kann es nachrüsten und ja, kommt also so wirklich an die wichtigsten Sachen eigentlich ran, ohne irgendwas aufhebeln zu müssen. Fujitsu bietet dieses Modell in zwei Variationen an und zwar einmal mit einer M2 SSD. Es kann aber auch sein, dass hier eine 2,5 Zoll Festplatte verbaut ist, die dann hier ans Mainboard geht. Da gibt es also beide Varianten, aber es gibt nur entweder oder. Und genau, sollte man die Bodenplatte abmachen müssen oder wollen, weil man zum Beispiel an den Lüfter ran will oder auch für die Tastatur, muss man die auf jeden Fall vorher rausmachen. Also egal, was man macht, wenn man die Bodenplatte abnehmen will, muss die SSD oder die 2,5 Zoll raus. Und ja, also generell benutze ich hier für alle Arbeiten übrigens ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Da ist nämlich echt alles drin, was man so gebrauchen kann. Öffner, Pinzetten, ein komplettes Schraubendreher-Set mit allen möglichen Aufsätzen, die ich mir jetzt da schon mal zurechtgelegt habe. Und es sind prinzipiell alles Kreuzschrauben. Das heißt, als Aufsatz würde ich dann hier einfach ein PH0 nehmen. Und dann muss man eben die SSD, die wird hier hinten von einer Schraube gehalten, beziehungsweise wäre dann hier eben ein Gehäuse für die 2,5 Zoll drin. Das nehmen wir dann also einfach raus. Und dann kann man die SSD
nach hinten hin rausziehen. Genau. Die klebt hier auf dem Kühlpad ein bisschen, aber ich würde sie auch nicht zu arg nach oben verbiegen. Und ja, kann das dann so entweder tauschen oder auch nachrüsten. Und wie gesagt, die muss man auch rausnehmen, wenn man die Bodenplatte weghaben will. Sollte man das jetzt nur die SSD tauschen wollen, dann, ja, die geht hier nur in eine Richtung wieder rein. Also so rum würde die gar nicht gehen. Dann wird die eben einfach hier wieder zurück in den Slot geschoben. So ein bisschen nach unten gedrückt und wieder verschraubt. Das mache ich jetzt nicht, weil ich will ja auch den Rest noch zeigen. Wenn man den RAM tauschen will oder nachrüsten, hier zum Beispiel ist ja jetzt bloß ein Slot belegt, dann ist das auch extrem einfach. Der wird von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Die zieht man so ein bisschen nach außen. Und dann kann man den genau wie die SSD aus dem Slot ziehen und so eben auch tauschen oder nachrüsten. Auch der geht nur in eine Richtung überhaupt rein. Das heißt, da einfach wieder zurück in den Slot und nach unten drücken, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Sollte man jetzt die Bodenplatte abnehmen wollen, dann gibt es hier einige Schrauben, die man noch rausnehmen muss. Also man hat die drei Schrauben von der Abdeckung hier und dann sind hier außen herum auch wirklich einige Schrauben. Alle, die hier außen herumlaufen, haben eine Länge, kann man also getrennt aufbewahren. Dann gibt es hier und hier, also unter der Abdeckung hier, auch nochmal zwei Schrauben, die haben auch eine Länge, auch getrennt aufbewahren. Und auch unter dem Akku sind nochmal vier Schrauben, die raus müssen. Auch die einfach getrennt aufbewahren und sich merken, wo was hinkommt. Und dann ist man schraubentechnisch auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Und genau, also wie gesagt, falls man jetzt hier hingesprungen ist zu dem Kapitel, dann auf jeden Fall SSD und 2,5 Zoll müssen raus. Das bricht sonst nämlich einfach weg. Zum Lösen der Unterseite nehme ich jetzt hier einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und dann versuche ich mal, auf der Rückseite kann man hier die Verbindungslinie ganz gut sehen. Die läuft dann hier, die läuft dann auch hier und auch auf der Vorderseite einmal durch. Und da würde ich jetzt in dem Fall einfach mal versuchen, auf der Rückseite zwischen Gerät und Unterseite eine Lücke zu schaffen. Genau wie hier, das ging ja jetzt relativ einfach. Und dann kann man das eben hier nach oben hebeln. Und ja, das hat sich jetzt direkt schon gelöst. Das geht mal schwerer und mal leichter, je nachdem auch, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht. Aber falls das ein bisschen schwerer geht, macht man so in der Technik hier einfach weiter. Arbeitet sich so einmal um das Gerät herum. Da auf jeden Fall nicht mit Gewalt. Aber sobald sich das so ein bisschen gelöst hat, kann man dann das mit ein bisschen Rütteln und Wackeln meistens abziehen und ja, kommt so an das restliche Gerät ran. Genau, wenn wir das jetzt schon mal offen haben, kann ich eben auch noch mal was zu der Tastatur sagen. Also wie gesagt, das komplette Mainboard muss rausgeschraubt werden und zwar wirklich alles. Und dann sieht man hier drunter ja eben auch noch dieses Blech. Auch das ist an diversen Stellen verschraubt. Auch das muss man rausnehmen. Und erst dann kommt man an die Tastatur dran. Also ja, ein bisschen aufwendiger. Wir sehen hier übrigens noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Hier ist die CMOS-Batterie. Die ist hier aufgeklebt einfach nur und läuft hier zum Mainboard. Und dann sehen wir hier den Lüfter. Und ja, den kann man auch einzeln tauschen. Der wird auch nur von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Und dann läuft hier das Lüfterkabel. Das kann man in die Richtung nach hinten hin wegziehen. Also so kann man dann, ich probiere da eher am Stecker selber zu fassen als an den Kabeln. Das ist mir immer nicht geheuer. Ja, und so kann man dann eben auch den Lüfter einfach tauschen. Bei dem Anschluss vom Lüfter kann man hier sehen, dass auf der einen Seite
Kontakte offen sind oder man kann die Kontakte hier halt sehen. Und da ist es so, falls man nicht genau weiß, wie rum der reinkommt, die Kontakte zeigen nach unten. Ich würde auch immer zuerst den Lüfter wieder verbinden. Einfach aus dem Grund, dass man das nicht vergisst. Sonst muss man nämlich nochmal alles aufmachen und das will man nicht. Und hier einfach schauen, dass der Stecker wirklich bis ganz zum Anschlag drin sitzt. Und dann kann man den hier einfach wieder auf die Gewinde drauflegen. Der ist sofort passgenau, muss nur noch wieder verschraubt werden. Sollte man tatsächlich jetzt Mainboard und so weiter rausmachen, würde ich euch auf jeden Fall noch schnell eine typische Steckverbindung zeigen, wie jetzt das Breitbandkabel hier zum Beispiel, weil das einfach, man kann das nicht einfach rausziehen. Es ist quasi über einen Kippschalter. Das heißt, man klappt den erst nach oben. Genau so. Und kann dann das Kabel rausziehen. Das funktioniert auch auf der anderen Seite logischerweise. Und genau so verbindet man das dann auch wieder. Das kommt dann hier wieder rein. Bis einfach drauf schauen, wirklich bis zum Anschlag. Und dann wird das zugeklappt. Das sind so typische Steckverbindungen hier. Genau, und dann kann man eigentlich auch die Unterseite wieder verbinden. Und da jetzt einfach in umgekehrter Reihenfolge, die wird jetzt einfach draufgelegt und nach hinten hin nach unten zugedrückt. Und hier sind einfach so viele Schrauben, deswegen gibt es hier auch nicht so viele Einraststellen. Trotzdem schauen, dass man da keine Lücke hat. Ich gehe da einmal um das Gerät herum, schaue, dass wirklich wieder alles zu ist. Und dann, genau, kann man die SSD wieder einbauen. Genau, und dann muss man einfach schauen, dass man die Schrauben zuerst macht, auch die beiden Schrauben hier zuerst, dass das auf jeden Fall schon mal zu ist. Die Abdeckung wird einfach auch hier wieder drauf gedrückt. Und dann kann man die restlichen Schrauben zumachen und ganz zum Schluss den Akku wieder rein. Und der hat hier unten so kleine Ausbuchtungen. Das heißt, den legt man zuerst hier rein, nach unten verriegeln. Und wie gesagt, dann ist der hier fest. Und ja, alles in allem wirklich praktisch gemacht und super einfach, da an alles ranzukommen. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.